Hallo und herzlich willkommen zurück zu Harz Medicine Hospital Heat. Ja, wir haben es endlich geschafft. Wir sind in der Burn Unit und ja, ich würde sagen, lange Rede, kurzer Sinn, wir starten einfach mal direkt. Guter Einstieg, erhalte einen goldenen Stern in der ersten Hälfte deiner Schicht. Oh je. ja, wir können es versuchen. Ah. Und hier werde ich anfangen, auf der brandneuen Station für Verbrennungen. Oh, wow. Wir könnten hier viel Geld verdienen. Wolltest du nicht sagen, dass wir hier vielen Menschen helfen können? Genau, das habe ich doch gesagt. Was sind das für komische Kinder hier? Kinder, Daniel, Mason, bitte. Tut mir leid, Papa. Tut mir leid, Victor. Das ist ein Krankenhaus und kein Spielplatz. Okay. Ich bin froh, dass wir gemeinsam diese Aufgabe angehen, John. Ich auch. Wer hätte das damals schon gedacht, als wir noch Zimmergenossen im Medizinstudium waren? Jetzt eröffnen wir ein Krankenhaus zusammen. Und nicht nur irgendein Krankenhaus. Es gibt im Umkreis auch kein größeres. Es ist an der Zeit, etwas Geld zu verdienen, John. Ja, und wir haben so viel in die alte Station investiert und ja, müssen jetzt wieder alles neu machen, das ist doch Mist. Jetzt muss ich mal schauen, was ist denn das hier? Dank dieser wunderschönen Dekoration läuft John schneller. Okay, das wäre natürlich auch nicht schlecht. Diese einzigartige Lampe wird den Patienten faszinieren und sie verlieren am Tresen langsamer ihre Herzen. Das ist auf jeden Fall schon mal wichtig. Die Patienten verlieren langsamer ihre Herzen, wenn sie in einem verstellbaren Bett liegen. Könnten wir machen und zum Beispiel einen Stuhl dann noch nutzen? Patienten verlieren langsamer ihre Herzen, wenn sie in einem verstellbaren Stuhl sitzen. Was ist das? Die Patienten gewinnen ihre Herzen zurück, wenn sie diese unterhaltsamen Zeitschriften lesen. Okay. Die gewinnen die zurück, hört sich auf jeden Fall schon mal sehr gut an. Die Patienten verlieren in einem bequemen Wartestuhl langsamer ihre Herzen. Das brauchen wir auf jeden Fall. Also da gibt es nichts dran zu rütteln. Die Frage ist jetzt nur, das wären jetzt schon mal 500. Ich würde sagen, von jedem machen wir am besten eins. Das heißt, wir kaufen einen Stuhl, ein Bett, weil dann haben wir normalerweise immer einen, mit dem wir, ja, dem wir halt, was sind das hier eigentlich? Einer immer, der, bei dem das nicht so schnell runterläuft, das wollte ich eigentlich sagen. So, und ein bequemerer Stuhl, okay. Weil wir die ja doch immer relativ schnell weiterschicken, würde ich sagen, machen wir das erstmal so. Und dann hoffe ich, dass ich dann in der nächsten oder nach der nächsten Runde hier unten die Stühle schon mal machen kann. Okay, schauen wir mal eben die Sachen an. Oje, oje, ist alles wieder komplett neu und ich weiß nicht, was wo liegt. Okay, also das soll das Bett sein, nehme ich an, ja. Was müssen wir denn bei dir machen? Einmal gucken. Okay, du gehst auch einmal aufs Bett, dich können wir abkassieren. Das ist schön, das war sehr schnell. Achso, den müssen wir dann erstmal holen. Moment. Okay, so. Einmal ziehen. Achso, links, rechts ziehen. Okay, von mir aus. Oh, Moment, die geht jetzt runter. Okay. Was muss ich machen? Hallo? Wenn ich einen Knopf zu spät... Ich habe jetzt gar nichts mitbekommen irgendwie gerade. So, okay, dann eben schnell den. Du gehst nach da oben. In der Zeit können wir schon mal abkassieren. So. Kommt jetzt wieder das Ziehen? Ich hab da, ich hab ihn gesehen, ich hab ihn gesehen, ich hab Oliver gesehen. Ja. Gehen wir da schon mal schnell hin. So, zack. So. Ich habe es irgendwie nicht verstanden, keine Ahnung. Also ich soll, glaube ich, drücken, bevor das auf diese Richtung Markierung kommt, oder? Ich habe es jetzt gar nicht mehr. Ja, du gehst schon mal dahin. Okay, euch können wir mal eben schnell abkassieren. Zack. So. Okay, das holen wir auch nochmal eben schnell. Zack.
So, dumm, dumm. Dann kümmerst du dich um den hier. Okay. Jupp. Ah, perfekt. Sehr schön. Dann nehmen wir das noch eben schnell mit. So, den ersten Stern haben wir auf jeden Fall schon mal geholt. Perfekt. So, du kannst schon mal in der Zwischenzeit... Dich legen wir auch drauf, weil du hast dich nicht auf den richtigen Stuhl gesetzt, du Idiot. So, kümmern wir uns erstmal um dich. Zack. Du kannst dich schon mal dahin legen, obwohl du auf dem... Achso, das war das... So, einmal das. Zack, zack. Das war nicht so clever, ich weiß. Nehmen wir dich erstmal. So, das schnell. Das schnell. Die sitzt zum Glück auf dem richtigen Stuhl, aber trotzdem. Zack, zack. So. So. Oh ja, das auch wieder. Zack. Einmal. Du. Ach, ihr Idioten. Okay, kümmere dich um den erstmal. Kümmere dich schnell darum. Du kannst dich schon mal da hinsetzen. So, du kannst dich schon mal da hinsetzen. Ach, wie lange hat der jetzt gebraucht, um da hinzulaufen? Okay. So. Du, bei dir ist sowieso jede Hoffnung verloren, glaube ich. So, Moment. Du mal eben schnell. Zack, zack. Wieder ziehen. Klack, klack. So. Okay, sehr, sehr, sehr schade. Aber dafür, dass es jetzt komplett neu gewesen ist, gar nicht mal so schlecht. Wir haben sogar einen Oliver bekommen. Und, ja. Achso, ich sollte den Diamanten vor dem ersten Stern bekommen, oder wie war das nochmal mit der raus? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Oh. Das war eine tolle erste Schicht. Zwei weibliche Patientinnen, beide mit Rauchvergiftung und Verbrennungen. Oh je, ich übernehme. Ah. Geht es Ihnen gut? Okay. Immerhin haben wir einen Oliver geholt und wir waren nur ganz, ganz knapp vor dem nächsten Stern. Was sehr schade ist, weil wir hätten, glaube ich, nur einen Patienten irgendwie mehr besser versorgen müssen. Keine Ahnung. Rette in 3 Minuten so viele Patienten, wie du kannst. Es kommen Patienten mit nur 2 Herzen. Oh, scheiße. Was heißt das? Naja, Artikel, okay, ja, kein Thema, alles Artikel, die ich nicht kenne, kein Problem. So, muss ich da tackern oder so? So, dich können wir schon mal nach oben setzen. Tack, tack. Zu dir, oh ja. Okay, perfekt. Das war jetzt eigentlich doof, was ich da gemacht habe, aber okay. Euch setze ich mal nach oben. Zu dir gehe ich mal eben ganz schnell. Danach bitte hier hin. Du nach oben. Zack. Schnell das, das. Achso, das wieder mit ziehen. Oje, oje. Das. Doch, habe ich doch gerade geholt. Mann. So. Du gehst dahin. Achso, ich habe noch nicht gezogen. Sag das doch. Mann. So, nein, du nicht. Geh weg. Du gehst dahin. Du gehst schon mal nach oben. Zack. So. Du setzt dich da drauf. Da gehen wir mal schnell hin. So, du dahin. Das machen wir schnell. Die hat nur 2 Herzen. Da müssen wir uns ein bisschen beeilen. Okay. Du gehst schnell nach oben. Du gehst nach da. Zack. Oh, ich muss aber dringend mal zwischendurch hier dingsen. Wo will die denn jetzt hin? So, mal eben schnell euch hier... Wo ist denn das? Wo ist denn das, Leute? Ach so, die wollte nur... Ach so, die wollte nur abkassieren. Okay, ich verstehe. Ah, Hilfe. Ich glaube, das wird heute nichts mehr. Ich merke das schon. So, das. Schnell dahin. Schnell dahin. Schnell dahin. Euch setzen wir schon mal nach da oben. Hat er das jetzt noch angenommen? Nein, hat er nicht. Jetzt geh doch einfach nach oben. Mein Gott. Du, nach da. Mal eben schnell abkassieren hier. Zack, 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 zack. Ja, weiter, weiter, weiter.
So, du schnell, du schnell. Du schnell. Du nach da, du nach da. Nein, haben wir nicht dabei. Komm, zackig. So, das ist wieder das mit dem Ziehen. Ich weiß gar nicht, was das überhaupt ist hier. Keine Ahnung. Das ist wahrscheinlich irgendwie so ein Zeug zum Röntgen oder so. Ich weiß es doch nicht. Komm, jetzt mach das. Zieh das wieder zurück. Hallo. So, kümmere dich jetzt endlich darum. So, du gehst nach oben. Du gehst auf den Stuhl. Wir müssen schnell abkassieren. Oh je, oh je, oh je. Okay. So, haben wir wieder ein bisschen Platz hier. Ja, ist okay. Zack, einmal dahin. So, da einmal hin. So, da einmal hin. Die sitzt hier irgendwie auch schon ziemlich lange, kann das sein? Du gehst nach oben, zack. Schnelle Behandlung, zack, mal eben schnell hier. Muss ich zwischendurch mal was abnehmen. Schichtende. Oh je, oh je, oh je. Nein! Ich war doch noch nicht fertig. Ach, herrje. Okay. Ja. Heute ist irgendwie ein bisschen chaotisch. Zeit für Heilung. Beende alle Behandlungen bei Allison und Mathilda. Geht es Ihnen gut? Es ist noch zu früh für irgendwelche Prognosen, aber ehrlich gesagt sieht es nicht gut aus. Sie brauchen beide eine Sauerstoffbehandlung und dann müssen wir abwarten, wie Sie darauf reagieren. Aber jetzt müssen Sie mich weiter arbeiten lassen. Bitte verstehen Sie doch, die beiden sind alles, was ich noch habe. Ich werde alles in meiner Macht Stehende tun. Okay, da wir ja doch schon mal die Leute zwischendurch länger warten lassen mussten und leider auch nicht allzu viel an Geld bekommen haben, machen wir auf jeden Fall erstmal hier diese Wartesitze. Oh je, oh je. Okay, gut. Du gehst jetzt erstmal nach oben. Gut, dann nehmen wir erstmal so das, das. Zack, zack. Da müssen wir hin. Die ist jetzt mal nach unten. Ist die jetzt schon runtergegangen oder nicht? Nein, sie ist nicht runtergegangen. Du gehst nach oben. Okay. Das, das. Das war jetzt nicht so clever, was ich gerade gemacht habe, aber egal. So, okay, Moment. Das können wir auch direkt mal kurz abkassieren. Es geht ja schnell. So, du gehst nach unten, du gehst nach oben. Wir gehen dahin. Hallo, mach's auch. Wie oft soll ich denn auf die Dame draufdrücken? Oh nein, 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 nein! Er hat's nicht gemacht, doch er hat's jetzt gemacht, okay. Ach komm, Mann, schneller. So, okay. Der dahin, die dahin. Schnell mal eben abkassieren, zack. Den müssen wir auf jeden Fall mal eben schnell machen. So, die geht nach oben. Das war jetzt die falsche. Er geht nach da. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Können wir das noch machen? Nein, es geht nicht mehr. Willst du mich veräppeln? Oh je, oh je, oh je. Dann nehmen wir das Pflaster jetzt dafür. So. Ich habe hier doch irgendwo, habe ich hier gerade irgendwo das Meerschweinchen gesehen hier, den Oliver oder wie heißt er nochmal? Ich meine, ich habe ihn gerade gesehen. Ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht sicher. So, schnelle Behandlung. Ja, da müssen wir uns schnell drum kümmern. Ganz wichtig, Sauerstoffbehandlung. So, zack. Obwohl der rechts eigentlich besser zu handhaben sein soll, geht der irgendwie schneller runter. Ich weiß auch nicht genau. Okay. So, wenn wir eh schon mal hier unten stehen, können wir das auch mal eben schnell machen. So, dahin. Ah, geh dahin, geh dahin. Oh. So, schnell holen zu ihm. Dich schicken wir schon mal nach oben. Du gehst nach unten. Dich kontrollieren wir mal eben schnell. So, du auch. Zack. Oh, oh, oh. Geh erstmal dahin. Ganz wichtig.
So, Sauerstoffbehandlung, das machen wir mal eben schnell. Zack. Können wir uns das nämlich nehmen. So. Den Opa schicken wir schon mal nach oben. Mhm. Du dahin. Das brauchen wir auch. Nein! Oder hat er es jetzt angenommen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Das brauchen wir zweimal. So. Einmal dahin. Zack, zack. Einmal dahin. Zack, zack. So, ihr geht jetzt bitte nach oben. Du dahin. Dann brauchen wir hier noch schnell Creme oder keine Ahnung, was das ist. Ich weiß es doch nicht. So, das macht er. Ja, mach schneller. Ist das jetzt fertig oder nicht? Weil irgendwie habe ich jetzt keine richtige Reaktion hier. Oh ja, dann geh nochmal schnell dahin, bevor wir hier abkassieren können. Zack, Sauerstoff und alle abkassieren bitte. Und jetzt gib mir den dritten Stern. Ja! Oh, perfekt. Ich meine, ich habe irgendwann den Oliver sogar noch gehört, aber... Beziehungsweise auch gesehen, glaube ich, kurz, aber naja, egal. Und? Ich weiß es einfach nicht. Das Lungengewebe muss auf die Behandlung ansprechen. Nur dann... Wo... Wo bin ich? Du bist in ein Krankenhaus. Sie waren in einem Feuer. Einem Feuer? Einem Feuer? Wo ist Ellie? Nein. Okay, das nächste wäre dann Sorgen über Sorgen. Lass keine Patienten gehen, die weniger als 4 Herzen haben. Oh mein Gott, scheiße. Das kann ich nur verkacken. Ich entschuldige mich schon mal jetzt im Voraus. Ellie hat viel mehr Rauch inhaliert als sie. Und da ihre Lungen viel kleiner sind... Die nächsten Tage sind noch kritisch. Die Medikamente sollten langsam anfangen zu wirken. Aber wenn nicht, sie müssen leider auch auf diese Möglichkeit vorbereitet sein. Können wir denn gar nichts tun? Seien Sie einfach hier, wenn sie aufwacht. Mehr können Sie im Moment nicht tun. Jetzt liegt es an ihr zu kämpfen. Willkommen im Laden. 300 haben wir geschafft. Wenn ich jetzt wüsste, ich glaube, hier oben kommen die meisten drauf. Ich bin mir aber ehrlich gesagt nicht sicher. Was war das hier nochmal? Der läuft schneller. Das ist natürlich auch von Vorteil. Das muss ich aber ganz ehrlich sagen, die Patienten verlieren langsamer ihre Herzen, wenn sie in einem verstellbaren Bett liegen. Ich habe es bisher noch nicht mitbekommen, dass das wirklich funktioniert hat. Aber naja, wir machen trotzdem das zweite Bett bereit. Was ist das denn? Der muss dahin? Was ist das denn jetzt schon wieder hier? Okay, du ins Bett, du ins Bett. So. Er auf den Stuhl. Zack. Zack. Schnell ziehen. Schnelle Behandlung. Dich setzen wir dahin. Du auf den Stuhl. Euch kassieren wir mal eben schnell ab. Das nehmen wir mit. So. Einmal behandeln. Mhm. Dich können wir schon mal dahin stellen. Und zack. Ich hoffe, das hat jetzt gereicht. Da! Ich habe ihn gesehen. Ich habe ihn gesehen. Ich wollte gerade sagen, ich habe ihn doch gerade noch irgendwo gehört. Sehr geil. Okay, perfekt. Oh, das ist nicht gut. Der eine hat nur noch 2 Herzen. Ist aber eine schnelle Behandlung gewesen. So, er geht schon mal da rein. Zack. Ich kassiere mir schnell ab. Nehmen alles mit, was wir brauchen. So, dich kassieren wir auch schnell ab. Du gehst dahin. So, dahin. Das dahin. Also der dahin, nicht das dahin. So, dann nehmen wir diese komische Gleitcreme, keine Ahnung, was das ist. Machen das nochmal eben schnell. So, wo musst du hin? Dahin. So, für dich haben wir jetzt erstmal Zeit. Wir müssen ja erstmal da hinkommen und alles. Da müssen sie sich baden oder was? Keine Ahnung, was sie da machen. Du gehst auf den Stuhl. So, das können wir mitnehmen. Zack, du gehst schon mal dahin.
So, dich beatmen wir mal eben schnell. Oder lassen dich beatmen, wie auch immer. So, dahin. Dich können wir schon mal dahin bringen. So, in der Zeit abkassieren. Also das muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, ist für mich doch wie ein Spaziergang im Moment. Also das ist doch... Das ist doch einfach wunderbar hier. Okay, dann machen wir das bei dir noch schnell. So, die haben ja jetzt auch vergoldete Herzen. Du gehst schon mal runter. Dich schicken wir dahin. Dich müssen wir beatmen. Beatmen lassen, was auch immer. So, kassieren wir auch nochmal eben schnell ab. Wo gehst du hin? Zack. Dich setzen wir da oben hin. So. Du kommst auch nach oben. Für dich schon mal Gleitcreme. Ich habe doch keine Ahnung, was das ist. Vielleicht ist es wirklich irgendwas zum Röntgen oder keine Ahnung was, aber ja. So, machen wir das mal eben schnell. Achso, es ist wieder dieses... Ach, ich vergesse das jedes Mal, Mann. So, nein. Ich laufe doch schon dahin. So. Jetzt müssen wir dich auch mal eben kurz behandeln. Schnell Sauerstoff reinpumpen hier. So. Nehmen wir das. Zack. Sehr schön. Und ich kann mal abkassieren. Perfekt. Also, ich nehme die Entschuldigung wieder zurück. Man kann auch das Unmögliche möglich machen. Ich habe alles geschafft. Ich habe 190 Punkte. Das scheint hier aber Maximum zu sein, weil ich habe alles ausgefüllt. 3 Sterne. Ich habe einen Oliver gefunden und die Herausforderung geschafft. Ich bin stolz auf mich. So, neues Minispiel freigeschaltet. Transplantate auflegen. Ach so, okay, verstehe. Platziere die Hauttransplantate auf die jeweils passende Verbrennung, um so die Heilung voranzutreiben. Tipp, die Transplantate drehen sich automatisch, um sich den Verbrennungen anzupassen. Okay, das ist super. Donald, könnte ich einen Moment mit Ellie alleine sein? Sicher, ich hole mir was zu trinken. Liebling, was ist passiert? Ich kann mich ja nichts erinnern. Habe ich das etwa getan? Ich wusste nicht, was du wolltest. Darum habe ich dir von allem etwas mitgebracht. Mathilda? Sie reagiert überhaupt nicht. Ist das schon eher einmal passiert? Ja, das ist es. Seit dem Tod ihres Ehemannes, meines Sohnes, hat sie ab und zu diese Episoden. Sie haben gesagt, dass es sich hierbei um einen psychosomatischen Zeitverlust handelt. Die Psychiater hatten gehofft, dass diese Episoden vorübergehen würden, aber sie hatten ja keine Ahnung, wie sehr Mathilda meinen Sohn geliebt hatte. Ja, und damit haben wir wieder was Neues freigeschaltet. Ich muss mal eben schauen, ob wir noch was machen können. 5 Diamanten haben wir. Wir könnten den CD-Player zum Beispiel verbessern. Oder, was ist denn das hier? Ein Upgrade für die Taschenlampe. Ja, dann würde ich sagen, erstmal die Musik. So, ich brauchte ja so dringend Bluetooth-Lautsprecher. Heutzutage ist der Großteil meiner Musiksammlung digital. Sehr schön, haben wir ihr mal wieder eine Freude gemacht. Und ich würde sagen, damit würden wir auch diese Episode erst einmal beenden. Und ich bin echt mal gespannt, wie die ganze Story in der nächsten Folge weitergeht. Weil was ich auf jeden Fall gelernt habe, ist, dass sich immer mehr aus ihrer Vergangenheit in diesen Episoden ja offenbart. Und man selbst, wenn man doch gewissen Personen gegenüber eigentlich abgeneigt war, irgendwo doch ein bisschen mehr, ja, wie soll ich sagen, ich werde jetzt nicht sagen, die Person netter findet, aber doch ein bisschen mehr Verständnis dann dafür aufbringen kann,
je mehr hier aufgedeckt wird, warum diese Personen so gehandelt haben, aber auch, warum unsere Ellie sich so verhält. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht. Bis zur nächsten Folge. Ciao!